Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, die Gleichstrommaschine. Das letzte Mal haben wir Gleichstromschalter besprochen für den Motorbetrieb. Heute besprechen wir den Gleichstromsteller für den Generatorbetrieb, wie das prinzipiell funktioniert. Nun, ich habe da schon wieder etwas aufgezeichnet. Also diesmal haben wir da unsere Generatormaschine. Ja. Wir haben natürlich an unserem Generator wieder unsere Ankerspannung UA. Ja. Und wir haben da ein Netz. Und das Netz hat wieder die Netzspannung UN. Und wir wollen, dass man da Energie rüberliefert. Und wir nehmen jetzt an, UA ist kleiner wie UN. Okay? Wie müssen wir das verschalten? Nun, wir machen wieder ein Schmäh mit einer Induktivität. Das hat auch sehr gut funktioniert das letzte Mal. Gell? Hängen das daher. Genau so eigentlich wie das letzte Mal auch. Nur dieses Mal wollen wir Strom hineinliefern. Ja, das heißt, wenn wir da durchfahren, machen wir hier eine Diode her. Da war das letzte Mal der Schalter. Da ist jetzt eine Diode, dass der Strom nur rausnehmen kann. Und hier dazwischen machen wir dieses Mal einen elektronischen Schalter. Also das ist wieder ein Schalter S. Ja, da gibt es ein L. Wir haben hier, also das kann man sich wieder vorstellen praktisch als Schalter da. Ja. Genauso wie das letzte Mal. Da haben wir die Diode D. Die nehmen wir in diesem Fall ideal an. Das heißt, es gibt keine Flussspannung, sondern das soll ja dann einfach so sein. Ja. Wir haben hier ein UL auch wieder. Und dieses Mal rinnt aber der Strom in die andere Richtung. Ja. Also der Ankerstrom rinnt ja dieses Mal in diese Richtung. IA. T. Ja. Und jetzt schauen wir sie an, was können wir da machen. Wir haben wieder irgendwo ein UN, das hat ein gewisses Niveau, das UN. Okay. Und aufgrund der Drehzahl der Maschine und den Gegebenheiten, diese Gegebenheiten der Maschine, haben wir irgendwo ein UA. Und wir wollen praktisch jetzt, dass Energie da rausgepumpt wird. Nun, im ersten Moment, sagen wir, der Schalter ist geschlossen. Ja? Der Schalter ist geschlossen, das heißt, die Gesamtspannung da draußen, da dazwischen, das wird eigentlich 0 sein. Ja? Das heißt, wir haben da 0. Es gilt dann, das UL ist minus UA. Ja? Und da ist das UL. Negativ. Was passiert mit dem Strom, dem IA, der rinnt da, und wenn das UL in die andere Richtung sagt, aha, der wird größer. Okay? Das heißt, wir haben hier in diesem Fall, beginnen wir bei einem Minimalstrom und wir steigen an. Bei einem gewissen Wert, oder wenn wir irgendwo praktisch nach einer gewissen Zeit schalte jetzt um. Das heißt, mach den Schalter auf. Ja? Jetzt war er geschlossen, jetzt mache ich ihn auf. Buck. Ja? Und auf einmal habe ich da UN dran liegen. Ja? Das heißt, UA, das UL hat es jetzt praktisch umgedreht. Da haben wir UL. Ja? Das UL zeigt jetzt praktisch positiv in diese Richtung, ja? Weil es muss ja UA plus UL muss UN ergeben. Ja? Und, ja, was macht der Strom, der Ankerstrom? Nun, er sinkt. Hier irgendwo. Den nächsten Zeitpunkt. Er sinkt, aber langsamer, weil das UL kleiner ist. Gell? In diesem Fall, wie jetzt eingezeichnet, sinkt er einfach langsamer. Und so schaut das aus. Ja? Da ist der Strom, da ist der Strom, ja, der sinkt hier. Das ist also der Strom IA. Ja. Und dann auch die Spannung U. Das, in dem Fall, während der Zeit, rinnt er da runter. Da ist der IS von T. Gell. Da ist er der IS. Ja. Und da, in der Zeit, ist er der Schalter offen, da gibt es keine
da gibt es kein Dings, da ist ein IN. Ja? Da ist ein IN. Der Strom wird mit dieser Spannung eingespeist ins Netz. Das ist die Leistung, die ich ins Netz bringe. Ja? Und wenn der Strom einen gewissen Wert unterschritten hat wieder, pack, dann schaltet er wieder um. Ja? Dann schaltet er wieder um und schon erreiche ich durch praktisch so eine Periode wieder. Halt das. Also hier habe ich eine Periodendauer wieder. TP. Hier habe ich wieder eine Einschaltzeit, T1. Ja. Und schon erreiche ich durch dieses Hin und Her Geschalte hier praktisch. Das sind alles Perioden. Dauern hier, TP, auch wenn es mir jetzt nicht ganz gleich gelungen ist und so weiter. Und der Strom, der ändert sich von einem Minimal- zu einem Maximalwert. Immer so hin und her. Pack. Aufladen der Spule, liefern ins Netz. Pack, 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 pack. So schaut das aus. Ja? So schaut das aus. Und die Ankerspannung, UA, hängt von der Netzspannung mit 1 minus dem Verhältnis drauf. Ja? T1 durch TP. Also wenn dauernd eingeschalten ist praktisch, muss UN gleich UA sein. Aber wenn dauernd eingeschalten ist, ist gar nichts. Ja? Wenn dauernd ausgeschaltet ist und T1 0 ist, muss UN gleich UA sein. So ist es ja. Ja. Was ist, wenn sich die Drehzahl da jetzt ändert, weniger wird? Ja? Was passiert dann? Schauen wir uns das an. Nun, in diesem Fall haben wir ja da drüben praktisch UN auf gleichem Niveau. Ja? Die Netzspannung werden wir nicht beeinflussen können. Hier haben wir die Netzspannung. Und UA ist jetzt gesunken. Sagen wir, wir fahren von der gleichen Höhe des Stromes weg. Die Spannung ist 0. Ja. Dieses Mal geht es halt nicht so steil nach oben. Geht es nicht so steil nach oben, sagen wir, die Periodendauer ist auch wieder gleich. Ja, also da haben wir die Periodendauer. Und diesmal geht es halt nicht so steil nach oben, sondern weniger steil, weil diese Spannung UL hier kleiner ist. Mhm. Geht es halt langsamer nach oben und dann irgendwann sind wir drauf. Okay. Und dann geht es auch wieder nach unten. Und in dem Moment muss ich umschalten. Das heißt, das T1, das T, die Einschaltzeit, hat es jetzt praktisch verändert. Okay. Aus dem T1 ist ein T2 geworden. Das ist nach wie vor die Periodendauer da. Und wir müssen also unsere Einschaltdauer entsprechend der Generatorspannung nachziehen, ja? Dann liefert man eben kürzer ins Netz. Wir liefern aber natürlich mit der gleichen Spannung ins Netz, aber die Stromlieferperiode oder Zeit ist einfach kürzer geworden. Das ist, ja? Also so müssen wir das praktisch nachziehen. Jetzt liefern wir praktisch mehr Spannung. Mehr Spannung liefern wir nicht. Also wir liefern nur Strom. Gepulsten Strom auf eine höhere Spannung. Ja. Einfach indem wir hier in einem
in einer Spule, in einem Magnetfeld Energie speichern, die wir nachher abgeben an einer höheren Spannung. Gleichstromstelle für Generatorbetrieb, so funktioniert das. Nun, ich denke, das war's für die Gleichstrommaschine. Jetzt haben wir eh recht viel gemacht, Gleichstrommaschine. Also wir wissen, wie eine Gleichstrommaschine funktioniert. Wir wissen, welche verschiedenen Bauarten das gibt, wie der reale Aufbau ist. Wir wissen irgendwas über Ankerrückwirkungen und Wendefelder und was die Probleme, die wir in der Gleichstrommaschine haben. Ja, und dann wissen wir auch, wie wir Gleichstrom erzeugen können mit verschiedenen Schaltungen und wie wir sogar Gleichstrom und Gleichstrom miteinander verbinden können mit Gleichstromstellern. Naja, ich würde sagen, für uns als Maschinenbauerlastige reicht das. Wenn es einen mehr interessiert, kann man sich ja tiefer hineinbuddeln. Das war jetzt einmal die Gleichstrommaschine. Die nächste Maschine, die wir uns ansehen, ist die Maschine, die heutzutage am meisten eingesetzt wird, die sogenannte Asynchronmaschine. Wird es ein eigenes Serienvideos dazu geben? Muss man sich nicht anschauen, kann man aber. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.